Hello people, hello, hello, willkommen zurück zu Let's Play VIP One. So, okay. Ja, jetzt machen wir eben hier weiter. Mit dieser wunderschönen Höhle, mit Secret Exit. Okay, das ist auch eines der Secret Exits, bei denen ich, aua, zuvor nicht nachgeguckt habe, wie der gehen könnte. Daher mache ich mir schon ein paar kleine Sorgen, aber... Mann! Hier gibt's viel zu viele Slopes und viel zu engen Abständen für meinen Geschmack. Okay, eigentlich wollte ich dieses Gewürz-Dingsbums nicht haben. Aber jetzt, wo du mir das schon gibst, nehme ich das einfach. Okay, 3 Yoshi-Coins haben wir. 4 Yoshi-Coins haben wir. Okay, in die Röhre kann man nicht rein. Kann man hier irgendwo rein? Ja, hier kann man sogar rein, okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich so eine Art Bonusraum oder ist hier der Secret Exit? Okay, hier ist tatsächlich ein Ziel. Wenn es tatsächlich der Secret Exit war, dann war der irgendwie zu einfach. Zumindest für VIP-Verhältnisse zu einfach. Okay, jetzt geht's runter. Gut. Okay, ich glaube, Yoshi ist in einem Level relativ vorteilhaft. Und der Level scheint auch recht easy zu sein. Ach Gott. So, rüber mit dir. Ist doch alles gar kein Problem. Diese Chuck-Verschnitte sind irgendwie ziemlich lahm. Zumindest haben sie gegen Yoshi und mich keine Chance. Ich nenne mich nicht zuerst, denn ich bin kein Esel. So. Okay, und Level geschafft. Tatsächlich, Normal und Secret Exit. In 2 Minuten geschafft. Gut. Ich gehe erstmal nach oben, weil es da kein Secret Exit gibt. Ist mir das Level da spontan sympathischer. Ich finde es interessant, dass ich hier VIP ohne Save State spiele und trotzdem noch recht gut durchkomme. Zumindest bis jetzt hatte ich, abgesehen vielleicht von ein paar Passagen, die ich dann aber doch lösen konnte, keine Probleme mit dem Hack. Aber vielleicht kommen die richtig bösen, asozialen Level noch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die noch kommen oder ob es die... oder wo die sich verstecken. Naja. Es gilt ja die weit verbreitete Auffassung, dass VIP kaum ohne Safe States zu schaffen ist. Und... das Level, das wir im Titlescreen gesehen haben, sieht auch nicht allzu freundlich aus. Aber trotzdem bisher hatte ich keine größeren Probleme. Okay, und der Mond ist mir jetzt recht Wurst. Ich habe ja ohnehin 16 Leben. Da kann man auf dem Mond auch ein bisschen kacken. So. Bloink, bloink. Ups, da gab es eine Sprite Limitation. Der Koopa ist unsichtbar geworden, habt das gesehen. Aber ich hatte noch Glück, dass ich den trotzdem noch richtig getroffen habe. Okay, hier gab es schon wieder Sprite Limitation. Und nicht alle diese Bullet Bills sind gekommen. Aus diesem Kreuzfeuer-Gedöns. Hui. Ja, und auch hier rase ich irgendwie durch. Warum rase ich hier so durchs Level? Okay, das war mehr Glück als Verstand am Ende. Lol, okay. Jetzt haben wir hier so eine Art Wassergedöns. Mit Delfinen. Und allerlei anderem Schnickschnack. Und dem blöden Fisch. Aber mit Yoshi ist dieser Fisch ein Lappen. Nee, weil da kann er uns wirklich nichts an. Ja, hier steht VIP. Schön für dich, Hackersteller. Oder Levelersteller. Du wolltest aller Welt weiß machen, dass dieser Collapup VIP, Hack VIP heißt. Das wissen wir auch ohne dich. So. Okay. Hier gibt es offenbar ein paar Bugs mit dem Scrolling. Ja, das ist ein typischer Scrolling-Bug, dass das Wasser dann mit hochkommt, aber anscheinend... Ach so.
So hat er das gemacht. Also der hat hier irgendwie einen Bug ausgenutzt, auf dem das Level-Gameplay basiert. Und hat dann gleichzeitig da dieses hoch- und runtersteigende Wasser eingebaut. Nicht schlecht. Die Idee hat sogar was. Okay, hier muss ich warten, bis das Wasser steigt. Ist mir schon klar. So. Also der hat irgendwie so ein vertikales Level mit dem Tidenhub kombiniert. Und du kannst mir nichts, du behämmertes Viech. So. Ach Gott. Ich wollte jetzt eigentlich einen Spinjump auf dir machen. So, und das geht auch. Hä? So. Okay, ich glaube, ich sollte lieber unten durch. Was? Jetzt kommt ihr dämlichen Viecher auch noch. Kann man hier irgendwo durch? Hier muss man ja irgendwo durch können. Ja, hier kann man durch. Also, ich verstehe, was wir machen sollen. Rüber mit dir, du Klempner. Hier kann man nicht rüber. Und hier muss man rüber, mein Gott. Denk doch mal ein bisschen nach, hm? Das Nachdenken ist mir gerade irgendwie abhanden gekommen. Ja, und was das Ding soll, weiß ich auch nicht. Und Gott sei Dank sind diese dämlichen Bullet Bills jetzt weg. Das erleichtert die Sache. Okay. Ja, okay, wir sind gestorben, haben aber dafür ein Leben gekriegt. Ich wollte nur die letzte Yoshi-Coin jetzt nochmal einsammeln, wo wir schon dabei sind. Gut. Aber wir müssen jetzt das ganze Level nochmal machen. Aber ich befürchte, dass wir das machen müssen, denn ich habe da keinen Midway Point gesehen. Ja, natürlich. Natürlich, 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 natürlich. Ach, ich liebe dich doch auch, du japanischer Levelersteller. Hm? Wobei, das V sieht eher ein bisschen aus wie ein Y, finde ich. Aber das ging wahrscheinlich in SMB-Hex nicht runter. Zack, zack. Okay, den Yoshi haben wir jetzt einfach mal da gelassen und hier ging's rein. Okay, wie man an diesen Apfel da kommen soll, weiß ich auch nicht. Na, jetzt geht's los, endlich. Also am Anfang dauert es mir ein bisschen zu lange, bis das nach oben geht. Ja, und das war auch eine ultra schlaue Aktion, die nicht hätte unbedingt sein müssen. Ja, genauso wie das hier. Mann! Mario, du Lama-Sack. Ja, und dann spring auch noch mitten in das Viech rein. Du bist ja intelligent. Oh. Ach komm, aber Spiel. Ich habe da so eine Bitte an dich. Lass mich nicht den Rest des Parts an diesem dämlichen Level hängen. Ich will noch mehr schaffen. Ich fürchte, wir werden uns dann um das Level mit dem Secret Exit kümmern müssen, früher oder später. Ja, wahrscheinlich kommen wir jetzt gleich zu diesem Turm, wenn wir das hier geschafft haben. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab ja, wie gesagt, vor langer Zeit mal ein Let's Play dazu gesehen. Ich kann mich aber kaum noch an diesen Hack hier erinnern. Und deswegen ist jetzt vieles blind. Vieles, was ich nicht nachgeguckt habe. Ich gucke ja gerne bei Leveln mit Secret Exits oder anderem Gedönsfeuer nach, wo das ist, damit ich nicht unnötig rumsuchen muss. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Sorry. Für alle, die es stört. Dass ich sofort weiß, wo alles ist. Mann. Gut.
Warte. Mit dir kann ich doch fliegen, mein lieber Kollege. Ja, damit kann man das Level cheaten. Ich überfliege jetzt alles und breake so das Level. Weil ich ein gemeiner Spieler bin. Beziehungsweise ich bin kein gemeiner Spieler. Ich dulde nur nicht, dass ein Hack mir Gemeines antut. Und daher... Okay. Hier muss man klein sein. Was ist das? Och ja, und jetzt hast du dich da reingeglitscht. Das hast du aber toll gemacht, Mario. Mann! Fuck you. Okay, hier muss ich den Yoshi dann loswerden, aber bis dahin darf ich das überfliegen. Gut. Das ist gut zu wissen. So. So. Jetzt machen wir dich normal. Oh Gott, und... Ich werde jetzt zunehmend ungeduldig. Für meinen Geschmack sind wir hier nämlich schon zu oft gestorben. Wer hätte es gedacht? Und auch hier zeigt sich mal wieder, der erste Versuch ist der beste von vielen. Wie gesagt, denn ich bin wirklich bei meinem ersten Versuch am weitesten gekommen. Ist mir so aufgefallen. Na, dankeschön, dass du mir meinen Yoshi klaust. Jetzt kann ich das Hochfliegen nämlich vergessen. Das wunderbare Hochfliegen. Ach, schade. Ich komme da nicht mehr hoch, oder? Ah, nö, leider nicht. Stirb! Du hast nichts Besseres verdient, zu sterben. Ich warte erstmal wieder ein paar Millionen Jahre. Ja, dann steigt nämlich das Wasser wieder nach oben. Okay, und den Fehlerverlust nehme ich jetzt einfach mal in Kauf. Und das Viech da unten kann ich auch getrost ignorieren. Ja, hier muss ich gar keine Power-Ups verlieren. Ich kann mich auch einfach durchglitschen. Und dadurch meine Feder behalten. Ja. Fuck you. Also, hier musste ich ja da lang. Ich erinnere mich. So. Und jetzt hoch mit dir. Und diese Stelle stinkt mir jetzt auch ein bisschen. Wobei ich weiß, wie ich das mache. Stirb. Ganz einfach. Okay, und der Fisch hat jetzt auch zu Ende geplanscht. Nein, 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 nein. Okay, und jetzt kommt eine Messagebox und das Wasser ist weg. Ja, lustig. Okay. Ich habe ja gesagt, diesen Turm machen wir noch nicht. Ich gucke erstmal, was das für ein Level ist. Heuer, 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 ho. Was? Was? Hier, okay, der Normal Exit ist einfach. Der Normal Exit ist schon mal baby einfach. Was war das denn jetzt? Ist das wieder so ein Level, wo man den Zielen ausweichen muss? Ja, wahrscheinlich. Na, solche Level kenne ich doch. Ich hab schon vor kurzem in Evil Conquest 1 gespielt. Hä? Was soll ich denn hier machen? Ich kapiere nicht so recht, was ich hier in diesem Level machen soll. Und der Secret Exit ist einfach, ich muss irgendwie bis zum Ende kommen. Solche Level kennt man doch.
Okay, und hier muss ich irgendwie rüberjumpen, oder wie? Ja, tatsächlich. Ja, dann komme ich aber hier nicht weiter. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Okay, wahrscheinlich brauche ich da irgendwie das Springboard da unten, aber... Okay. Ja, warum gehen denn hier jetzt Münzen weg? Muss doch irgendeinen Grund haben. Ja, wie soll ich denn da unten hinkommen? Hallo? Spiel? Spiel? Und warum fällt hier ein Fisch nach unten? Ich verstehe jetzt hier gerade nur Bahnhof. Wie soll ich denn diesen Quatsch hier schaffen? Okay, unten ist auch ein Ziel. Ja. Ich guck mal, wie dieser Level geht. So, Leute. Muss noch mal meinen Wecker anstellen. So, ich fühle mich von dem Spiel verarscht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich fühle mich verarscht. Dieses Dreckslevel. Da kommt tatsächlich was hoch. Da müsste eigentlich eine Ranke hochkommen. Also, ich habe bei Freaky mal reingeguckt und da muss man den Peacematch hier oben drücken und nicht da unten. Und dann kommt hier auf einmal eine Ranke aus. Dann kriegt man ein zweites Springboard. Und damit soll man dann wahrscheinlich irgendwie weiter. Ja, dann muss man wahrscheinlich hier rüber. Solche Zielausweichlevel sind mir bekannt. Deswegen weiß ich schon ungefähr, wie die gehen. So, zack. Okay, und das ist wahrscheinlich wieder so ein Tod. Da ist eine Röhre. Ja, da kann man rein, gut. Okay, schon viel Yoshi-Coins. Ach, Mann. Heuer, 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 ha! Okay, ich weiß nicht, ob ich... Ja, ich wollte mir gerade überlegen, ob ich diese Dinger holen soll. Ach, du willst mich doch verarschen. Das ist doch Betrug. Das ist Betrug. Fick dich. Du willst mich jetzt Game Over gehen lassen, stimmt's? Nö, das mache ich nicht mit. Fick dich. Fick dich, du dämliches Drecksspiel. Gibt's da wirklich keine Möglichkeit? Mein Gott, wenn ich jetzt den Hack and Luna Magic öffnen würde, dann würde ich den Midway Entrance ein bisschen weiter nach links setzen. Was für ein asozialer Scheißdreck. Hat der Entwickler gelitten? Ja. Mein Gott, ich habe jetzt nochmal bis hierhin gespielt. Falsches Level, mein Gott. Ich habe jetzt nochmal bis hierhin gespielt. Alle Level. Ja, hier wollte ich nicht hin, du war Mario. Und ich habe von dem Level jetzt ein Safe State gesetzt, damit mir so ein Scheiß nicht nochmal passiert. Das ist asozial. Sowas gehört verboten. Okay. So. Gut, dann machen wir das jetzt nochmal. Also bis zu dieser einen asozialen Stelle ist der Level ja nicht schwierig. So, zack, 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 zack. Und diesmal achte ich darauf, dass ich nicht nochmal an dieses bekloppte Ziel gehe. Und wenn doch, dann werde ich den Safe State laden. Wobei, hier müsste man eigentlich auch das Normal Exit holen können. Okay. Ich mache jetzt einen großen Bogen um dieses dämliche Ziel. Okay, hier kann man unten lang. Gut, weil anders hätte es gar nicht sein können. Fuck you, das ist gemein.
Und ich frage mich, warum kommt eigentlich keine Ranke raus, wenn man oben ist? Also, das weiß ich bis heute nicht. Das ist eigentlich auch so eine Asozialität. Okay, und da hatte ich noch Glück. Wow, 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 wow. Boings, boings. So. Zack, zack. So. Okay, dann machen wir das so. Jetzt schnell nach oben, bevor diese Viecher kommen. Okay, ich hoffe, man kann da jetzt so drüber jumpen. Ja, das geht. Pff, ich weiß nicht, ob das verlangt ist. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Tatsächlich. Du willst mich doch verarschen. Ich habe jetzt per Glück irgendwie das Richtige gemacht. Mann, ich wollte den Yoshi einfach nur mitnehmen und dann wird das auch noch verlangt. Ich glaube, ich spinne. Der Levelersteller hat doch echt gelitten. Im Ernst. Okay. Dann befürchte ich, dass wir das andere auch nochmal mitbringen müssen. So, das Springboard. Ach, Ich werde den P-Switch nicht sofort drücken und gucken, was da oben ist. Tatsächlich, sowas traue ich dem nämlich durchaus zu. Und jetzt läuft die Zeit auch langsam ab, mein Gott. So. Das heißt, muss jetzt irgendwie... Ach, das ist auch schwierig. Ich muss jetzt irgendwie den hier machen. Ich hoffe, so ist das okay. Und wehe, das ist jetzt nicht das richtige Ziel, dann kannst du was erleben. Na geht doch, endlich. Okay, mein Gott, das Level war asozial. Zumindest diese eine Stelle mit dem Midway Point. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.